Recht herzlich willkommen zur 115. Folge von Avorion. Ja, der Dennis H. war das, der mir geschrieben hatte. Viele Dinge hier zum Spiel. Einmal, dass ich hier diese roten Waren nicht aufnehmen kann, weil mein Laderaum wahrscheinlich voll ist. Das können wir definitiv ja gerade mal checken. Dein Schiff hat keinen Frachtraum, hat gar keinen Frachtraum, deswegen können wir es gar nicht aufnehmen. Dann, wo wir hier schon sind, ich habe wohl einen relativ guten Abwracklaser. Das Bergbau, na, der ist hier jetzt gar nicht eingebaut, sondern irgendwas anderes. Also es gab ein Update vor ein paar Runden und da ist definitiv das Ding ja drin gewesen, dass die Effektivität von den Dingern total schlecht ist und es gibt, ich weiß nicht, R oder wie heißen sie, Abbau-Laser, Abbau-Wracker, Abwracker. Und da gucken wir doch mal gerade rein hier. Reparaturgeschützturm, der ist neu, ne? Doppelreparaturgeschützturm, Doppelmaschinengeschützturm, Dreifachpulskanonengeschützturm, Doppelmaschinengeschützturm, Reparaturgeschützturm. Aber da ist ein Abwracker. Ist der denn mit einer guten Leistung? Effizienz 9,1. Dann ist der wohl nicht so. Der Bringer, Doppel-Tesla-Geschützturm, Doppel-Titan-Abwrackgeschützturm. Effizienz 9,1. Der ist also auch nicht der jetzt. Doppelmaschinengeschützturm. Tesla-Geschützturm. Bolter-Geschützturm. Da ist ein Abwracker. 8,6 Effizienz. Na, wo haben wir denn den? Tesla-Geschützturm. Doppel-Tesla-Geschützturm. Reparaturgeschützturm. Vierfach-Kanonengeschützturm. Doppelmaschinengeschützturm. Doppelmaschinengeschützturm und Doppelmaschinengeschützturm. Ich weiß jetzt nicht, wo dieser tolle Abwracker sein soll. Also Dreifachpulskanonengeschützturm, Reparaturgeschützturm. Können wir nach was können wir denn hier sortieren? Keine Ränder, Seltenheit, Material. Das ist ein Abwracker. Schaden 76,1. Genauigkeit, Reichweite, Größe, Slots 1. Raffinierung. Bergmänner 2. Kein Schaden an Schilden. Raffinieren veredelt Metalle beim Abbau zu Ressourcen. Vielleicht ist das ja schon mal was, ne? Raffinierung. Veredelt Metalle beim Abbau zu Ressourcen. Doppelnanonit. Tja. Energiegröße Slots. Mechanik braucht Energie. 94 Schaden an Hülle. 3 Energie. Okay. Reparatur? Komm ich? Ach so, hier. Rechtsklick, um den Gegenstand als Verrät zu markieren. Rechtsklick, um als Müll zu markieren. Ah, interessant. Das ist also auch neu eingefügt. Die haben wir jetzt alle angeguckt hier, ne? Doppel-Nanonit-Abwrackgeschützturm. Slots einer, Größe 0,5. Reparaturgeschützturm, Doppel-Tesla-Geschützturm. Tesla-Geschützturm, Dreifachmaschinengeschützturm. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wo das ist. Reparieren hatten wir schon gemacht, glaube ich. Ja. Und P, da waren sie ja nicht bei, oder? Doppel-Tesla-Geschützturm, Flak-Geschützturm. Das hatte ja der Dennis auch geschrieben, dass das wohl eher was ist, um
Flugabwehrkanone ist es also, Torpedos und sowas abzuschießen. Das ist der Nauenit-Bergbaugeschützturm mit Effizienz von 14,7. Veredelt Stein beim Abbau zu Ressourcen. Ja. Das ist jetzt hier drinne. Detektor, Generator Upgrade, Batterie Upgrade. Geschütze, Schildverstärker, Schildbooster, Bergbausystem, okay. Bergbausystem ist zweite. Energie nach Schildkonverter, C43, Handelssystem, Radar-Upgrade, Quantum 2 Hyperraum-Upgrade, noch eins, Antriebs-Upgrade, Geschützkontrollsystem. Ja, das sind alles Frachtraum plus 118 bei festen Stationen nicht aktiv. Frachtraum, okay. Batterie-Upgrade. Transportsoftware, was war das? Transporter-Software für Transporterblöcke. Benötigt Transporterblöcke auf dem Schiff. Okay, Batterie-Upgrade, Radar, Schutzkontrollsystem und Batterie-Upgrade. Okay. Wir haben keinen Frachtraum. Ja, das Design ist einfach so just for fun gemacht, ne? Da ist jetzt nichts dran irgendwie geplant oder sowas. Sieht cool aus vielleicht. Wie du schon festgestellt hattest, ist es vorne total ungeschützt, wie man sieht. Da kriegen wir immer auf die Nase. Tja, und da müssen wir weiter dran arbeiten. Hier können wir mal gerade Schiff betreten oder können wir mit F interagieren. Was können wir noch gucken? Bauen, Befehle, beitreten. Betreten machen wir mal. Güterhandel, schwarzes Brett. Da betreten wir das mal gerade und dann gucken wir mal hier gerade rein, wie es mit der personellen Lage aussieht. Aber wir haben ja nur Mechaniker an Bord und mehr nicht. Was ist das hier? Ah, da können wir nicht, weil uns Leute fehlen dann. Sieben von 105. Wir haben einen Ingenieur einen. Wir brauchen zwei Leute, damit die Station schießt. Aber Dingens, wie heißt es, der Dennis sagte, dass man hier dann halt einen Kommandeur braucht oder so. Ja, aber das wäre jetzt dann erstmal festzustellen, ne? Ja, wie machen wir das? Gute Frage, ne? Wir müssten das Schiff, ne? Komme ich da denn jetzt dran, ne? Ganz schwierig, ne? Komme ich so da dran, ne? Ich glaube, ich kann mein eigenes Schiff jetzt schlecht auswählen, ne? Das funktioniert nicht. 412 Rohle entfernt, beziehungsweise, okay, da hat gerade einer getankt. Da unten rechts sieht man ihn auch. Alles ist also gut. Und wir müssten jetzt mal gucken, dass wir das Schiff auswählen können. T betreten. So, jetzt müssten wir gucken. Wir brauchen Passagiere. Also hier brauchen wir keine. Wir müssen jetzt interagieren mit der Station. Nein, bauen nicht. Wir sind jetzt gerade wieder falsch, weil wir müssen erst die Station auswählen. Dann klappt das auch mit dem Interagieren. Und wir müssen vor allem gedockt sein, ne? Da oben ist ein Dockingport, dann fliegen wir den nochmal an, oder? So, ausgewählt haben wir. So, jetzt da in die Nähe, dann F, dann Crew erneuern, Kapitän, gibt's hier welchen? Gibt's
sogar einen Kapitän. Den heuern wir nicht an. Nee, ich glaube nicht. Unteroffizier. Kanoniere brauchen wir für die Station 2. Die heuern wir erstmal an. So, dann weg. Dann gucken wir mal hier rein. Und 9,5 von 4 Kanoniere haben wir jetzt. Und dann sind wir auf der Station. Gehen wir hier hin. Hoffrachtjäger transferieren. Und dann müssen wir mal... Das war ja ein Kanonier. 2 transferieren wir da. Ich hätte gern 2, ne? Was sagt er mir jetzt? Nicht genug Besatzung für alle Bewaffneten Geschütztürme. Okay. Wer weiß, wie wir jetzt wirklich transferiert haben. T. Das ist jetzt die Station, oder? P. Was haben wir hier jetzt? Okay. Ja, so müssen wir schon lassen. Wir brauchen dann auch keine Dingens. Das wäre jetzt schon passend, glaube ich, ne? Schildbooster haben wir da. Gucken, was wir da noch einbauen können. Schildverstärker. Können wir eigentlich noch reinsetzen. Schildbooster können wir noch einen reinsetzen. Energie nach Schildkonverter. Das brauchen wir jetzt nicht. Hyperraum brauchen wir auch nicht. Antriebsupgrade brauchen wir nicht. Geschützkontrollsystem, Energie nach Schildkonverter. Frachtraumupgrade, Batterieupgrade. Transporter-Software. Schildbooster. Schub. Das ist alles. Brauchen wir nicht. Achso, Doppel-Laser-Geschützturm ist da drauf. Alles klar. Genauigkeit 100. Reichweite 5,71. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Leute sind drauf. Rohöl gibt's hier. Wird gerade was abgeholt. Deswegen ist es runtergesprungen wohl. Benötigte Energie haben wir da. Ja gut, dann ist das erstmal geklärt. Wer schießt denn da? Okay, der Frachter da unten wohl. So, jetzt gehen wir wieder auf Schiff, das jetzt hier liegt. Okay, der kann schießen. Wo schießt denn der hin? Ja, keine Ahnung. Ist das wirklich so, dass er schießen kann? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal hier und da und T machen, ne? Dann haben wir gewechselt. So. Die Kanone sitzt hier oben drauf, ne? Ja, das ist die Kanone, glaub, ne? Schildbooster ist an, naja. Okay, das ist erstmal schon mal geklärt, würde ich sagen. Das ist ja jetzt auch nicht so irgendwie das Ding, dass das die Schwierigkeiten macht, ne? Weil das funktioniert ja erstmal alles. So, was der Dennis dann noch sagte, ist halt die Effektivität des Abbauens. Dafür müssten wir gerade einmal gucken. Wir haben ja irgendwas. Achso, wir haben hier oben was Falsches. Also nicht Falsches. Wir haben nicht genug Besatzung. Weil wir da eben was rübergeschifft haben, ne? 2 von 4. Dann sollten wir nochmal schnell docken. Und gucken, dass wir dann doch noch Besatzung gerade kriegen. Wo ist hier der Dockingport?
Da unten. Na komm, dann fliegen wir da gerade noch um die Ecke. So, jetzt docken wir gerade und kaufen noch ein Crewmäßig ein. So, wir brauchen da zwei. Dann heuern wir die an. Dann gucken wir nochmal hier rein. Ja, ist jetzt ein bisschen mehr, ist aber nicht schlimm. Wir haben sogar noch einen Platz frei. Vielleicht sollten wir, wenn wir schon hier sind, gerade noch einen zusätzlichen Menschen hier einen zusätzlichen anheuern. Okay, wir sind nicht mehr angedockt. Knapp daneben. So, vorbei. Ah, jetzt ist es. Wo anheuern? Und jetzt anheuern. Passt, jetzt haben wir den gekauft. Gut, dann ist das erstmal bestens. Jetzt gehen wir mal auf die Karte und jetzt müssen wir natürlich mal gucken, wo wäre jetzt unser Trader und unser Miner? Wenn man das wüsste, ne? Das wäre schön. Da ist jetzt die Ölstation und unser Schiff. Und wer ist da? Da ist unser Miner, alles klar. So, kann man dahin jetzt wechseln? Abbauen, abwracken, Erze raffinieren. Ah, da Erze raffinieren. Und da gibt's Güter kaufen, Güter verkaufen, Stopp. Feinde angreifen. Eskortieren, ja, aber wir müssten da mal hinspringen, aber wie das jetzt. Die Frage, ne? Das sind alles Sachen, die wir machen können, aber wir können jetzt nicht Shift halten, Befehle vergessen, Steuer, kann es bewegen. Ich kann jetzt nicht dahin springen, dooferweise, oder? Das ist nicht gut, ne? Wenn ich die Map drücke, bin ich ja hier. Da habe ich das und das. Und hier. Habe ich das, kann aber nichts machen. Also kann schon was machen, aber nicht das, was ich will. Abbauen. Ist die Frage, ob er abbaut. Okay, hier sind auch ein paar Sachen dazugekommen. Und gehen wir da mal jetzt hin? Achso, da. Da sind wir ja dran. So, das haben wir geklärt. Haben wir gerade hier reingeschaut. Flakgeschützturm und das hier ist dann der Bergbaugeschützturm. Piraten greifen den Sektor an. Ja. Wir müssen jetzt unser Schiff erstmal so weit ausrüsten, dass wir hier noch auf jeden Fall Frachtraum reinkriegen, damit wir auch arbeiten können, ne? So, das bedeutet da, wir können natürlich auch hier unsere Spiegelachse wieder mal nehmen und dann einen Frachtraum reinbauen, ne? Machen wir mal den. Steuerung C, Steuerung V. Und dann machen wir jetzt Frachtraum. Was haben wir denn? Naonit ist wieder mehr geworden, kann das sein? Er sagt mir hier wieder, dass mein Computer zu wenig Arbeitsspeicher hat. Da ist irgendwie ein Overflow dann, weil 32 Gig ist dann schon was, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Da ist der Titan-Frachtraum, den nehmen wir mal. So. Und wenn wir schon dabei sind, basteln wir da jetzt noch
das wieder dran. Können wir da ja auch nochmal machen. Ne, den nicht. Den nehmen wir. Und kopieren den. Und dann haben wir die Größe passend. Ne? Und machen den dahin und machen den dahin. So, dann haben wir das vergrößert. Ach, da war so ein Größrad da drin. Mhm. So, und dann müssen wir jetzt mal vorne noch ein Schild dran zaubern. Titan-Integrationswertgenerator. Titan-Ecke. Tensorlose Höhle. Wo ist denn hier das Schild jetzt, ha? Gepanzerte Ecke. Titan super ergiebiger Stein. Ja, keine Ahnung. Glasecke. Solarpanel, Titanlicht, fensterlose Hülle. Wo ist denn jetzt bitte schön hier unser Schild? Torpedo, Torpedorampe, Produktion, Flugschreiber, Geschützrotation Hülle, Triebwerk, Stein, Hauptraumquartier. Ich habe das doch hier gehabt, oder? Oder war das noch nicht? Es könnte natürlich auch sein, ne? Dock. Hülle. Ja, gute Frage, ne? Solarpanel, warum? Integrationsgenerator. Jetzt bin ich echt überfragt, wo das ist. Hologramm. Ergiebiger Stein. Ja, weiß ich auch nicht. Titanschild dann oder was? Eigentlich war es ein Titan. Retikuladüsen, Retikuladüsen. Dock. Stimmbasiskante. Torpedorampe Produktion. Flugschreiber. Solarpanel. Licht. Pencillose Hülle. Titankante. Titanecken. Da, Panzerung. Gut. Sichere Motorspiegelachse weg. Und dann würde ich sagen, machen wir das erstmal klein. Achso, wir müssen das anders machen, wie wir gerade sehen. Liegen wir da ja ein bisschen im Hintergrund. Das müssten wir dann mal hier so hinkriegen und dann machen wir da das Schild dran, ne? Panzerung. Ja. Und S. Ja. So, zack. Toller Kiste, ne? Jetzt haben wir auch vorne. Aber die anderen Platten sind viel dünner, ne? Auf jeden Fall die seitlich dran sind. Keine Ahnung, warum die jetzt so dick. Achso, das ist so abgeschrägte Ecken, waren das alles klar. Dann lass es erstmal so. Und das ist auch ein anderes Material, oder? Ne, Titanpanzerung. Dann ist das so. Gut. Haben wir vorne dran, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir unsere Geschütze hinkriegen, sozusagen, ne? Ja.
Reparaturgeschützturm, Doppelmaschinengeschützturm. Dreifachpulskanonengeschützturm. Eigentlich müssten wir den dann einsetzen, ne? Oder wie ist das? Und schön hier oben drauf oder so. Der braucht noch nicht, alles klar. Dann müssen wir den in grün noch haben. Das gibt es natürlich nicht, ne? Oder wie war das? Ich glaube, da gab es keine Panzerung, oder? Sieht nicht so aus. Super ergiebiger Stein. Gut. Machen wir das mal so dahin, oder? Weiß nicht, wofür es gut ist, aber wir machen es mal. Und was hatten wir jetzt für einen? Den wollten wir setzen, ne? So, dann müssen wir erstmal den Flakgeschützturm entfernen und dann können wir den da hinsetzen. Doppel-Tesla-Geschützturm. Was hat der hier für eine Reichweite? Das war ja auch noch wichtig, hat der Dennis geschrieben. 6,34, das ist ja schon mal was. Und er hier? Backbauer. Backbauer. Effizienz 14,7. Kann ich den nicht da wegkriegen? Nein, ne? So, jetzt sitzen die drei da. Auch niedlich, ne? Reichweite ist niedrig. Doppelmaschinengeschützturm, okay. Ja, der hier hat, der Poltergeschützturm hat eine relativ große Reichweite. Den hatten wir ja. Ja, gut, lassen wir erstmal so. Was jetzt interessant wäre, wäre, ach so, wir müssen mal gerade hier rein, um die Tesla-Geschützturm. Kriegt eine 1, Dreifachpulskanonengeschützung kriegt eine 1 und der Bergbauer kriegt eine 2. So. Jetzt müsste man nur gucken, wie effektiv das Ganze ist. Da ist jetzt mal hier so ein, sag schon, Titan. Na komm schon, da. Okay, 175. Ja, der baut jetzt ein bisschen ab, ne? Natürlich die Frage, wie gut oder schlecht sowas ist, ne? Wir haben jetzt keinen von diesen anderen Dingern da. Ja, aber ich würde jetzt gerne mal kurz gucken, wie wir uns denn bei so einem Piraten da schlagen, ne? Wo ist er denn? Da sind sie. 10, 19 und der hat 18. Eigentlich ist er da oben dann der Nächste, ne? Fliegen wir mal gerade hin und schießen mal gerade einmal an. Okay.
Den müssen wir ja dann mal kaputt kriegen, ne? Da ist er kaputt. Okay, da gab es jetzt irgendein Symbol, dass wir einen Eisenmetallschrott erhalten. Okay, den haben wir gleich gekriegt. Wir haben ja jetzt Frachtraum. Der schießt auf wen? Auf den da. Das heißt, wir gehen mal da näher ran. Und gucken zu, dass wir den dann auch mal gerade anschießen. Aber der zielt auf den da rechts. Nehmen wir den mal ins Visier. Da war ein Teil zum Aufsammeln. Haben wir, glaube ich, nicht gekriegt, oder? Wo ist denn das Geschütz? Da irgendwo. Jetzt hat er mir das runtergeballert, oder was? Da müssten wir jetzt mal gerade weg, ne? So. Einfach mal draufhalten wieder. Ja, du möchtest jetzt abhauen, ne? Aber ich würde dich jetzt noch gerade zerstören. Da sind Teile, die wir jetzt alle einsammeln können. Okay, und wer schießt noch? Der da noch. So, und du bist dann auch noch dran. Schutzschild ist gleich down, da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, wir kriegen den noch vorher kaputt, oder? Da ist noch ein tolles Teil drin. Und da haben wir einen. Noch erwischt, bevor er uns erwischt hat. So. Sammeln wir ein bisschen ein. Den ganzen Schrott kriegen wir mit. Und der Rest wäre dann der Abwracker, oder? Oh, den hat er da auch kaputt gemacht. Das ist ja nicht so schön, ne? Kriegen wir gar nicht alles mit. So wie ich das sehe. Schild ist wieder da. Ja, und hat einigermaßen funktioniert eigentlich jetzt so, ne, oder? So, das mit den Waffen ist dann wohl besser. Schild vorne vor ist wahrscheinlich auch besser. Sehr eigenwilliges Dingens, ist klar. Design. Irgendwo hat man noch so ein Teil, da fliegt's rum, das müssen wir noch haben. Weiß nicht, ob es eine Kanone war oder ob es so ein Update war. Ich weiß nicht, eine Kanone ist es. Okay. Gut. Dann haben wir das erstmal für den ersten Moment. Mobiler Ressourcen. Marschend. Was kann man bei dem denn die Ressourcen verkaufen, glaube ich, ne? Okay. Ich glaube, wir sind jetzt gerade auf Crashkurs. Haben wir nochmal gerade so hingekriegt, ne? Gucken, was der denn so macht hier. Ja, da kriegen wir die Teile gehandelt, alles klar. An Station verkaufen. Und von Station kaufen, okay. Und wir haben das hier. Wollen wir jetzt gerade nicht drüber reden, wir brauchen viel mehr. Das hat der Dennis ja auch schon gesagt. Gut, okay, dann sind wir aber für diese Folge auf jeden Fall erstmal durch. Wir haben gerade ein bisschen was hingekriegt, dass es besser wird, würde ich mal sagen. So schutzschildmäßig, waffenmäßig.
Wir sind immer noch mit der Geschichte unseres Miners beschäftigt. Wir wollen ein Handelsschiff noch haben eigentlich. Das ist auch noch ein Problem. Ja, und dann Design ist jetzt nicht das Dollste, aber funktionstüchtig ist es. Mal schauen, wie wir effektiver noch werden dann, ne? Das machen wir aber alles dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.